Oh yeah, liebe Leute. Und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Life is Strange Before the Storm. Wir müssen DVD von Steph holen. Aber dabei werden wir uns ein bisschen hier noch in Blackwell umsehen. Maybe this play won't suck. Maybe. Wer weiß. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Drucken, sie machen nicht fertig. Well, at least not for now. 999 Sci-Fi Filmclub. Treffen mittwochs 5.30 Uhr 17.30 Uhr. Ist dir das Genre neu? Wir stellen dir die Klassiker vor. Hast du einen Filmvorschlag? Sprich mit Vernon oder Brooke. Ach, die kennen sich schon so lange und. Steph! Hey, ich bin bei den Picknicktischen mit Mikey. Danke, bin auf dem Weg. Es sind auf jeden Fall neue Leute da. Leute, die wir noch gar nicht kennen in der Zukunft. The future needs excellence. The future is an asshole. Victoria. Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Probieren wir es trotzdem. Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure The club should be a collection of Blackwell elites, but instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. Wait, what about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Tell what, Victoria? It's a photo. Big deal. But it's on Facebook. I mean, that basically means you and Rachel are like BFFs. We're really not. So what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're... being you. Oh! Wie Hausaufgaben sabotieren? Nee! Why would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? It's Chloe. Oh man. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Samantha? Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Wahrscheinlich ist das eher traurig. Ich kenne das Buch nicht, verdammt. The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. I really
really didn't mean anything. Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Nein, geh nicht noch näher dran. What the hell? What have you got here, Twitch? Don't call me that! True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. You're a piece of shit. I am going to kill you. You guys, stop! Chloe, do something! Don't just stand there watching. Komm, machen wir es mal. The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Okay, wir versuchen's. Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? How about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? Please. Kicking your ass is going to be a piece of cake. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Go Samantha. Guess you got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? You're welcome. Meine Fresse. Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Everything okay here? No problem, Skip. Der Security-Mann davor. Alter, das war knapp. Aber ich hab's hinbekommen. Bin echt glücklich. Mir gefällt nicht, wie wir die Dinge belassen haben. Wir werden heute Abend reden. Perfekt. War das ein sarkastisches Perfekt? Nein. Je. Ach, wir haben ja ein paar neue Personen. Stimmt ja. Elliot. Was Blackwell-Schüler angeht, ist Elliot Hampton nicht so übel. Er hängt manchmal mit einigen Idioten rum, aber ich habe den Eindruck, dass er eher ein einsamer Wolf ist, wie ich. Ähnlich wie bei meinem Stundenplan haben Elliot und ich gemeinsame Geschichte, aber kein Theater und die Chemie stimmt nicht. Wir haben ein paar Mal rumgemacht, kurz nachdem Papa gestorben ist, aber da war nicht viel dran. Ich glaube, ich war bloß gelangweilt oder ein wenig einsam. Seltsam, ich weiß. Ich verstehe Elliot manchmal nicht. Er fragt mich ständig, ob wir was unternehmen, was Nettes, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir noch viel gemeinsam haben. Wenn er mit mir spricht, kommt es mir gelegentlich so vor, als studiere er mich.
Ich weiß nicht, ob er nur befreundet sein oder mir an die Wäsche will. Ich schätze, beides ist ein Kompliment. Es interessiert mich nur nicht sonderlich. Sorry, Elliot. So, Mikey und Steph. Has kissed girls? Has not kissed girls? Has not kissed ever. Aha. Ich kann mich nie entscheiden, ob Steph die coolste oder die nerdigste Person von ganz Blackwell ist. Vielleicht beides. Sie ist auf jeden Fall die Königin der Stubenhocker, mit all ihrem kuriosen Rollenspiel und Sci-Fi-Kram. Ich glaube, ihr Vater ist ein Video-Editor. Sie verdient Kohle mit dem Verkauf gebrannter DVDs. DVDs. Verbrechen zahlt sich aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Steph sich um den ganzen technischen Backstage-Kram für die Theatervorführung der Schule kümmert. Was ja passt. Noch etwas über Steph. Sie steht auf Mädchen. Und es ist ihr scheißegal, was andere darüber denken. Mikey North ist der Vorsitzende von Steffs Fanclub und die Partei findet man gewöhnlich mit zusammengesteckten Köpfen an einem der Tische mit 20-seitigen Würfeln, wann immer sie die Gelegenheit haben. Wenn das Leben wie einer der Filme aus den 80ern wäre, die Papa immer geguckt hat, dann wäre Mikey der Nerd, dem die Sportler Hosenreißer verpassen. In der echten Welt steckt jeder, der Mikey angreift, tief in der Scheiße. Mikeys älterer Bruder ist Drew North, der Alpha-Sportler von Blackwell. Sky 6. Level, Flaming Gauntlet of Oz. Die Wahrheit ist, dass Mikey einer der wenigen wirklich netten Menschen hier ist, obwohl er manchmal etwas sagt, mit dem er einen düsteren Ausblick aufs Leben preisgibt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht Star Trek? Dann haben wir noch Drew Nathan. Drew North ist Mikeys älterer Bruder und die zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Drew ist ein Sportler, die Art, die jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbringt und seinen Bizeps Namen gibt. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel, aber wie ich höre, ist er echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Mikey hat mir erzählt, dass Drew mit einem Sportstipendium zur Uni will, was gut ist, denn seine Familie ist noch ärmer als meine. Sein Vater war einer der Fischer, der durch die Prescotts seinen Job verlor. Wie man sich vorstellen kann, steht Nathan deswegen auf Drews schwarzer Liste. Keine Liste, auf der man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann und Scheißkerl überhaupt irgendwer? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Drew wirklich ein schlechter Kerl ist, aber ich weiß es nicht. Es ist, als existierten wir in verschiedenen Ebenen der Realität, die sich zufällig in derselben Schule befinden. Von mir aus kann es gerne so bleiben. Und dann noch Nathan. Nathan Prescott ist das goldene Kind der Prescotts, der ältesten, reichsten und mächtigsten Familie von Arcadia Bay, die einen auch oft und gerne daran erinnert. Nathans Vater arbeitet im nautischen Bereich. Ich glaube, es hat etwas mit dem Ermorden von Seehundbabys und sie in Todesstrahler fürs Militär zu verwandeln zu tun. Aber ich kann mich nicht an die Details erinnern. In der Stadt gibt es jedenfalls viele Leute, die Prescotts hassen, eingeschlossen all der Fischer, die er um ihre Arbeit gebracht hat. Und mit Fischern willst du dich nicht anlegen. Die stinken. Nathan ist seltsam. Er ist extrem privilegiert und doch düster und nachdenklich. Obwohl er ein Arsch ist, tut er mir manchmal leid. Er ist einfach nur dieser komische Typ, der seinen eigenen Müll durchschauen will. Aber er muss so tun, als sei er all diese Dinge, die ihm eindeutig nicht liegen, wie ein Sportler oder einer der coolen Typen. Man kann sehen, dass es ihn fertig macht. Natürlich ist die beste Medizin gegen Mitleid von Nathan tatsächlich mit ihm zu reden. Da fällt einem wieder ein, was für ein wunderbar hassenswertes Gesicht die Prescott-Gene ihm gegeben haben. Haben wir da noch einen Brief? Ah, hier, Max, du weißt ja, wie es mir so vorkam, als könnten die Dinge zwischen Mama und mir nicht schlimmer werden. Ha, die traurige Wahrheit ist, auf einmal muss ich mich nicht entscheiden, ob ich nett oder ehrlich zu ihr sein soll, denn beides geht nicht. Aber wie soll ich ehrlich sein, wenn was den Schnurrbart angeht, ohne dass sie mich deswegen angreift? Und warum bin ich die Einzige, die sich wegen der feindlichen Übernahme unseres Hauses sorgt? Heute ein Werkzeugkasten und Schmorbraten, morgen... Ja, wer weiß, was morgen kommt. Ich sollte hier aufhören, meiner geistigen Gesundheit zuliebe. Honesteville oder Niceburg? Was wir lieber möchten? Ehrlichkeit oder schön sein? Ja, ich weiß, dass Mama sich wegen dem Geld Sorgen macht, aber das rechtfertigt ihren fürchterlichen Männergeschmack nicht. Außerdem, wie weiß Mama, dass ich schwänze?
was scheiße ist, aber auf gewisse Art fühle ich mich besser. Bedeutet das, dass ich ein schlechter Mensch bin? Dass mich nicht kümmert, dass ich schwänze und dass ich nur erleichtert bin, nicht mehr lügen zu müssen? Antworte besser nicht darauf. Chloe, der nutzlose, schlechte Mensch. Max, der Schnurrbart hat mich heute zur Schule gefahren. Ja, so läuft mein Leben. Noch schlimmer, er dachte, diese Fahrt wäre eine Gelegenheit, mir zu sagen, wie die Dinge von jetzt an laufen. Du wärst stolz auf mich. Ich habe meine Klappe gehalten wie ein braves Mädchen oder eine brave Serienmörderin. Es gibt mehr als eine Art, David zu häuten. Hab wieder von Papa geträumt. Der Traum, in dem ich dort war, als es passierte. Es wird jedes Mal schwerer, mich zu erinnern, was echt ist und was nicht. Nach dem Aufwachen weiß ich nur, wie sehr ich ihn vermisse. Ich hoffe, das hört nie auf. Die Chloe, die nicht dort war, oder doch? Wir können nur ansehen. Okay, machen wir. Maybe if I delay going inside long enough, Blackwall will be overrun by future excellence. And by future excellence, I mean mole people. That pick would actually make a sweet tattoo. Marihuana, Tüte. Oh, was ist das denn? Infozettel. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. Und hier. This makes being high sound like a bad thing. Was? Die Feuergefahr-Rating heute? Na, Katie Bay. Katastrophal kann man auch angeben. Heute nur hoch. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 whole months. I love flowers. Ja, ist kein Wunder, dass du Blumen liebst. Ist kein Wunder. In welche Richtung gucken wir zuerst? Wir gucken zuerst mal in diese Richtung. Picknicktisch. Oh, da vorne sind sie. Nee, dann gehen wir doch die andere Richtung. Oder ist das der Picknicktisch? Warte, wir wollten... Steph. Ach, das ist Miss Grant. Hallo. Skip. Ach, Skip, Hallöchen. Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Oof, looks like you did, though. Huh? Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. You went to the mill? Wait. You saw a firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. You can't judge a girl by the elitist fascist school her mother makes her go to, you know? I get that. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. His head, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Na komm. Yeah, okay. Great. Oh. Kann man sich geben. Say we got nothing wrong. Before we had lips and touching, couldn't help
Das ist cool. Das hat zumindest einen coolen Groove. Das zumindest passt. Es hat was Catchiges auf jeden Fall. Aber hören wir uns das nicht weiter an. What did you think?